Guten Morgen aus Köln. Ich bin gestern hier schon angereist, um meine Rheintour heute gleich fortzusetzen. Ich habe eine Übernachtung verbracht in Köln-Deutz. Und jetzt geht es für mich hier vorne über die Brücke wieder nach Köln, wo ich dann dem Niederrhein folgen werde, zu meinem Etappenziel heute nach Duisburg. Und los geht's! Den Rhein habe ich jetzt wieder überquert. Ich bin jetzt wieder auf der Kölner Seite und meine Tour geht jetzt hier weiter den Niederrhein entlang. Und zwar sind es jetzt nach Leverkusen 16 Kilometer, nach Dormagen 23 Kilometer. Und wir haben heute den 3. Juni 2019 und heute Morgen hat es auch schon geregnet. Und ich hoffe, ich komme jetzt gut durch den Tag ohne Regen. Das werden wir noch sehen. Okay. Ja, Köln haben wir jetzt verlassen und Köln ist auch gleichzeitig die größte Stadt am Rhein mit ca. 1 Million Einwohner, gefolgt von Rotterdam mit 600.000 Einwohner. Dann kommt Düsseldorf, das hat ein bisschen weniger wie 600.000 und ja, dann kommt noch Duisburg, das hat ca. 500.000 Einwohner. Ja, und zum Niederrhein wollte ich noch sagen, der ist ca. 212 Kilometer lang. Wie gesagt schon, der fängt an hinter Bonn an der Siegmündung und endet bei den Städten Kleve und Emmerich an der holländischen Grenze. Und der fällt von 50 auf 12 Meter. Nächstgrößerer Ort ist für mich jetzt Dormagen.
Köln im Industriegebiet, hier bei den Fortwerken. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil da geht es laufend über die Gleise. Und da ist auch kein Warnsignal und nichts. Also wenn ihr hier fahrt, ein bisschen aufpassen und Augen aufhalten. Leute, ja, mein Zebra ist nur ein Pferd mit der Zebradecke. An der Kirche hier habe ich mal kurz Halt gemacht. Und zwar ist das Ganze jetzt hier bei Rheinkassel. Das ist auch kurz vor Dormagen. Und zwar wollte ich euch jetzt noch sagen, weil an der Stelle hier, ich drehe jetzt mal die Kamera rum, haben wir wieder der Rhein. Da komme ich jetzt aber nicht ganz hin. Und auf der anderen Rheinseite fließt die Wupper in den Rhein. So, in Dormagen habe ich dann einmal kurz Halt gemacht, habe mir mein Wasser aufgefüllt und habe mir noch was zu essen geholt für später. Und jetzt geht es wieder weiter nach Neuss, das sind noch 14 Kilometer und dann geht es auch gleich rüber nach Düsseldorf. Thank you.
Eben bin ich gerade durch das schöne Städtchen zu uns gefahren und jetzt bin ich wieder hier unten am Rhein. Hier haben wir im Moment keinen asphaltierten Weg. Es geht jetzt aber auch mal im Moment. Es sind zwar ein paar Wasserpfützen, aber da muss man durch. Ja. Okay, für mich geht es weiter Richtung Neuss. Hier und hier bei Zons macht auch der Rhein so eine Schleife. Die bin ich jetzt entlang gefahren, muss man aber nicht unbedingt. Die kann man auch gut abkürzen. Ja, kurze Pause ist beendet. In Stürzelberg war ich gewesen, habe mich kurz gestärkt und jetzt geht's weiter für mich Richtung Neuss. Das müsste eigentlich schon eine Brücke sein, wo es nach Düsseldorf rüber geht. Ich glaube, die muss ich sogar rüber. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Jedenfalls ist es ja nicht mehr so weit. Auch der Rheinradweg am Niederrhein ist sehr gut ausgeschildert. Es sind überall so rot-weiße Hinweisschilder. Wirklich gut gemacht wieder.
Wuppertal habe ich mal auf der Brücke hier Halt gemacht und unter mir fließt die Erft und da vorne fließt sie in den Rhein. Das kleine Flüsschen Erft. Hier die Brücke hochgelaufen und hinter mir liegt Neuss. Da mache ich aber jetzt nicht hin. Und zwar, ich gehe auf die andere Seite über die Brücke, über den Rhein, hier nach Düsseldorf rüber. Das ist mein nächstes Ziel. So, seit Köln habe ich heute das erste Mal den Rhein wieder gewechselt. Und zwar bin ich jetzt wieder auf der rechten Rheinseite und fahre jetzt ein Stückchen durch Düsseldorf, bevor ich wieder auf die andere Rheinseite mache, Richtung Duisburg. So, an dem Gebäude hier in Düsseldorf habe ich mal kurz Halt gemacht. Das ist gut eingehüllt. Was für ein Gebäude das ist, weiß ich jetzt nicht. Das blende ich euch mal jetzt ein. Während ich jetzt hier bei Düsseldorf gemütlich am Rhein entlang fahre, habe ich jetzt hier gerade ein Schild gesehen. Nach Duisburg sind es 27 Kilometer. Jetzt wird es wieder ein bisschen windig. Und wir sind bei Rheinkilometer 748. Ja, und nach Düsseldorf in die Stadt Rhein bin ich nicht.
Und eine Altstadtbesichtigung habe ich auch nicht gemacht. Ja, das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie gesagt, manchmal klappt es, da kann man ein bisschen Städte mitnehmen und manchmal geht es halt nicht. Je nachdem, wie groß der Zeitaufwand ist. Okay. Ja, im Moment haben wir wieder einen super Radweg, schöner Asphalt. Rechts und links von dem Radweg haben wir Felder und auf der linken Seite nach dem Feld sind wir ein bisschen entfernt vom Rhein. Macht aber nichts, Hauptsache es geht gut zu fahren. Das schöne Städtchen Kaiserswerth ist erreicht und nach Krefeld sind es noch 6-7 Kilometer. Da werde ich wieder den Rhein überqueren. Vor mir erstreckt sich jetzt auch schon langsam das Ruhrgebiet. Thank you.
Ich habe jetzt die Brücke überquert. Ich bin jetzt hier beim Uerdinger Ruderclub. Da vorne geht es nach Krefeld. Da komme ich jetzt aber auch nicht mehr hin. Für mich geht es jetzt hier vorne hoch. Genau in die Richtung, den Rhein runter nach Hochemmerich. Das ist auch bei Duisburg. Da habe ich eine Übernachtung gebucht. Also nicht mehr lang jetzt. Jetzt fahre ich gerade durch so ein Waldstück hier, kurz vor meinem Ziel. Hier ist es jetzt mal zum Glück ein bisschen ruhiger. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für heute bei euch zu verabschieden. Eben ging es noch durch Duisburg, Rheinhausen, durch Industriegebiet. Und die heutige Etappe des Niederrheins habe ich damit erfolgreich beendet. Und jetzt freue ich mich auf meine Unterkunft und auf was Gutes zu essen. Und morgen geht es dann gleich weiter mit der zweiten Niederrhein-Etappe über Duisburg und so weiter. Das werde ich euch dann morgen alles noch sagen. Ihr kennt es ja schon. Und tschüss.